Wir haben eine Regel im Trainerbüro, die heißt für jede Phrase 2 Euro. Du gibst mir gleich 10 Euro nach der PK. Das ist also, da war mehr drin, als ich zusammenfassen kann. Er ist einfach für sein Alter noch in einer unheimlich guten Verfassung. Und ich weiß, dass ich das nicht zu häufig sagen darf, weil das ärgert ihn immer, wenn man über sein Alter redet. Deshalb sage ich das auch gar nicht mehr. Ich darf auch nicht mehr fragen, wie es ihm geht, weil er immer sagt, was willst du von mir? Mir geht's gut. Ja, ich kann bestätigen, dass er ausfallen wird. Alles andere ist noch ein bisschen ungewiss, sage ich mal. Er ist jetzt zur weiteren Diagnostik unterwegs. Und es hat muskuläre Auswirkungen in Oberschenkel. Wo es genau herkommt, wissen wir nicht. Und müssen das jetzt sehr genau diagnostizieren, weil es ja jetzt bei ihm nicht das erste Mal ist. Das muss man ja auch so sagen. Und zieht sich ja schon aus der Saisonvorbereitung mit. Und es scheint dann immer wieder gut zu sein. Dann passiert wieder was. Und das müssen wir jetzt sehr genau diagnostizieren, deshalb will ich da auch noch keine Prognose abgeben über Ausfallzeit, über Ursache oder sonstiges. Er wird frisch sein, er wird im Kader dabei sein, ob er vielleicht auch mal in der Startelf wieder steht, können wir auch mal schauen, aber auch das wäre kein Geschenk. Und ja, mir wäre sehr geholfen, wenn er morgen seinen Teil dazu beiträgt, dass wir 3 Punkte hier in Bremen behalten. Ich durfte jetzt schon auch ein paar Spiele in verschiedenen Funktionen mitmachen, Flutlichtspiele, aber du fährst durch die Stadt, du merkst, wie die Leute dann auch, nächsten Tag ist frei, das heißt, es ist auch nicht blöd, irgendwie 20, 30, sondern alle freuen sich, pilgern zum Stadion, du fährst dahin und ja, das gibt es halt nicht in so vielen Stadien, ne? Du siehst die Flutlichtmasten im Grunde schon aus dem Hotel und freust dich einfach und glaube, dass wir alle eine Vorfreude darauf haben. Und das wird, glaube ich, noch mal ein bisschen unterstützt durch die Situation. Damit komme ich auf den zweiten Teil der Frage, dass wir ja auch natürlich Druck haben, aber positiven Druck haben. Seit ganz vielen Jahren das erste Mal zu dieser Phase der Saison positiven Druck haben. Wir können wirklich vorlegen und uns mal angucken, was die anderen machen, ohne dass man sagen muss, oh, wenn wir jetzt nicht gewinnen, dann stehen wir übers Wochenende auf dem Abstiegsplatz oder sonstiges. Dementsprechend bin ich in diesem Falle gerne ein Vorleger, wenn wir gewinnen. Wenn wir verlieren, ist Vorliegen immer blöd. Also das ist doch sehr ergebnisabhängig. Sie sind sehr gefährlich in der Ballzirkulation und wir müssen die Momente finden, wo wir dann auch Balleroberung haben und dann, glaube ich, sind auch wirklich große Konterräume für uns da. Gegen den Ball ist es schon so, also was ich damit sagen will, es macht vielleicht auch, es kann beides Sinn machen, sie sehr hoch zu pressen, um Ballverluste zu erzwingen. Es kann aber auch Sinn machen, mal etwas tiefer zu stehen, um Raum zu haben. Also das ist auch etwas, was mir ja, was beides taktische Optionen für Freitagabend sind. Tak co se týče Norimberku, tak co se mohlo udělat líp, tak jsme mohli přidat rychleji druhý gól a byl by. Was Nürnberg angeht, hätten wir schneller ein zweites Tor schießen sollen und dann wäre es besser entschieden. Vždycky se dá něco udělat lépe, ať je to kohokoliv. Also, wie gesagt, man kann immer sich verbessern und besser spielen. Gegen Stuttgart habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, dass ich sollte lieber im Tor bleiben. Das habe ich auch bereut, dass es so gelaufen ist. A dopadlo by to jinak. Samozřejmě to mrzelo kvůli tomu, že jsme odehráli se Stuttgartem i v 10 lidech výborný zápas a bohužel jsme to nedotáhli do konce.